Let you outside dust. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue? Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen dem Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Wenn Sie als ehemaliger Oberbürgermeister hier in Leipzig sind, über die Messe schlendern, was haben Sie da für einen Eindruck, so wenn man die Messe hat, als Oberbürgermeister auch wachsen sehen? Wie ist das Gefühl? Diese Messe hier zeichnet sich aus, nicht nur durch eine ganz hohe Funktionalität. Das ist wirklich einzigartig, wie schnell man von einer Halle trockenen Fußes und elegant in die andere kommt, sondern eben auch durch eine riesige Dienstleistungsqualität. Das spüre ich auch immer wieder und deshalb Gratulation, dass diese Messe immer wieder auch ausgezeichnet wird für ihren hohen Standard. Haben Sie für sich ein bisschen was entdecken können als gelernter Ingenieur? Da guckt man ja sicher auf die eine oder andere Sache noch ein bisschen anders. Mich interessiert ganz besonders natürlich, wie es um neue Antriebssysteme bestellt ist, die Verwendung von neuen Kraftstoffen. Kann man die Sicherheit verbessern? Mich treibt die Frage um, ob Mobilität, das Autofahren bezahlbar bleibt. Und da habe ich eine Menge gesehen. Also zum Beispiel bei der Fortentwicklung des Elektromobils. Es wird eine Rolle spielen, dass man die Materialien wiederverwenden kann. Das totale Recycling, das Wiederverwenden wird eine Rolle spielen. Und als Ingenieur, der in der Entwicklung gearbeitet hat, hüte ich mich davor, in die Zukunft länger als 20, 25 Jahre zu schauen. Denn meine Damen und Herren, wer wusste vor 25 Jahren, dass es einen Personalcomputer und ein Internet geben wird? Welchen Stellenwert wird das denn Auto in einigen Jahren haben? Dieser Hang zur individuellen Mobilität ist ja nach wie vor ungebrochen. Also ich prognostiziere, dass auf absehbare Zeit der Individualverkehr nicht grundsätzlich abgeschafft wird. Aber man erkennt jetzt schon eine Tendenz, die besagt, ein guter öffentlicher Nahverkehr, optimal vernetzt, zu günstigen Preisen, möglichst aus einer Hand oder mindestens abgestimmt zwischen den unterschiedlichen Trägern, gewinnt so an Attraktivität, dass die Leute ihr Auto stehen lassen. Und dann kommen wir auf die Frage, ja, wie wird der Individualverkehr aussehen? Und da sind wir sehr schnell beim kleinen Elektroauto, das eben dann nicht mehr in meinem Eigentum ist vielleicht, das ich abrufen kann, so wie heute das Fahrrad, das irgendwo angeschlossen ist. Und parallel dazu habe ich vielleicht das Überlandfahrzeug und es gibt einen intelligenten Mix an Leasingrate oder Benutzungsgebühr, wie auch immer. Vielleicht ist das Auto sogar in der Zukunft der Energiespeicher für die nicht stabilen Grundlastströme. Also wenn wir Windkraftproduktion machen, wo wollen wir mit dem Strom hin, der da nicht abgenommen wird? Vielleicht hilft uns das Auto mit seiner Batterie in der Garage, um diese Energie zu speichern. Also das sind alles Zukunftsmusiken, die aber irgendwo schon handgreiflich sind.